In der heutigen Minecraft Challenge bekomme ich alle 10 Sekunden ein random Item. Von einem Erdblock bis hin zu einem Diamanten oder vielleicht sogar einer Elytra kann wirklich alles dabei sein. Kann ich es schaffen, so Minecraft durchzuspielen und in einem möglichst nicen Endfight den Enderdrachen zu besiegen? Sollte dir das Video gefallen, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und unterstütze mich gerne mit einem Like und einem Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit einer sehr coolen Challenge. Los geht's und in 10 Sekunden bekomme ich einfach schon das erste random Item. Ich bin sehr gespannt, ich gehe schon mal ein bisschen auf Holz in der Wartezeit. Und soweit kommt es aber gar nicht, ich bekomme einen Diamanten. Einen Rosshahnisch. Okay, den brauche ich eigentlich absolut gar nicht. Aber wir können heute halt wirklich alles bekommen. Es kann ein Stück Erde sein, es kann aber auch ein Diamant sein oder ein Diamantblock. Es kann alles sein. Wir können wirklich jedes Item und jeden Block bekommen. So habe ich jetzt zum Beispiel auch graues Glas und einen Werfer bekommen. Brauche ich beides auch eher nicht. Aber egal, ich warte weiter gespannt auf das erste Item, was mir wirklich weiterhilft. Und wir gehen erstmal schön auf Stein. Dann stehen die Grundtools und wir schauen mal, dass wir eine etwas offenere Fläche finden. Und ich habe einfach ein Schutz-4-Buch bekommen. Wie gut ist das denn? Und Schnelligkeit. Den gönne ich mir direkt mal. Dann können wir nämlich besser nach der freien Fläche suchen. Hier sieht es nach Plains aus. Da gehen wir direkt mal nach einem Dorf und am liebsten natürlich auch nach einem Lavasee suchen. Da ist ein Dorf. Da ist direkt ein Haus zu sehen. Mega gut. Und ich bekomme richtig gute Spawn-Eier. Ein Brute-Spawn-Ei, ein großer Wächter-Spawn-Ei und ein Ravager-Spawn-Ei. Kann ich alles richtig gut gebrauchen. Danke dafür. Hier haben wir schon mal ein paar Brote. Dann hole ich mir schnell noch zwei Steine, ein bisschen Holz und dann kümmern wir uns direkt mal mit einer Hacke um die Brote. Dann haben wir über einen Stack Brote. Dann holen wir uns den Golem mit. Perfekt. Und ich behalte die Eisen aber erstmal und mache mir nicht direkt einen Eimer, weil vielleicht bekommen wir ja noch einen Eimer einfach so. Und dann machen wir uns mal auf die Suche nach einem Lavasee. Oh, da hinten ist ein Ruined Portal. Mega gut. Vielleicht haben wir da ja auch schon genug Lava dabei. Oh, hier ist aber auch ein Lavasee. Den habe ich fast übersehen. Der sieht ja perfekt aus. Ich laufe trotzdem erstmal zum Ruined Portal und wir schauen uns die Kiste an. Okay, und ich habe einfach eine Netherite-Hose bekommen. Einfach jetzt eine Netherite-Hose. Wie nice ist das denn? Und ich habe ein Blaze-Spawn-Ei. Wenn da noch mehr von kommen, müssten wir gar nicht in den Nether. Da ist sogar ein Dorf dahinter. Warte mal, das passt auch gerade perfekt, weil es gerade Nacht wird. Ich würde gerne kurz schlafen gehen und mir auch ein Bett mitnehmen. Habe ich nämlich im ersten Dorf vergessen. Perfekt. Direkt mal 3 Minuten Nachtsicht. Einfach so, weil ich es einfach übrig habe. Und das werfen wir lieber weg. Da nehme ich mir direkt noch ein Bett mit. Und wir holen uns deren Golem auch noch mit. Perfekt. Dann laufen wir zurück zum Ruined Portal und danach zurück zum Lavasee. Und in der Truhe haben wir eine Hose mit Bindung und Dorn. Perfekt. Dann nehme ich die mit Dorn lieber mit. Auch wenn ich jetzt die Netherite-Hose habe, aber vielleicht ziehen wir die im Nether dann um, je nachdem, ob ich noch ein Goldteil bekomme bis dahin. Und hier ist sogar noch ein Lavasee. Den habe ich gar nicht gesehen. Hier sind einfach 2 Lavaseen und ein Ruined Portal zwischen 2 Dörfern. Wie cool. Egal, wenn ich die Wahl habe, nehme ich trotzdem den da hinten, weil der ist halt offener. Und ich habe einen Spawner bekommen. Oh mein Gott, das wirft gerade meine gesamte Planung um. Denn wir haben einen Spawner und wir haben ein Blaze-Spawn-Ei. Das heißt, wir brauchen eigentlich keine Festung. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Wir gehen jetzt trotzdem in den Nether, weil ich möchte gerne schauen, ob wir einen Warp Forest finden können. Also gießen wir uns hier ein Portal hin. Perfekt. Ich mache mir ein Feuerzeug, dann noch schnell ein Schild hinterher und dann schauen wir mal rein in den Nether. Oh, wir spawnen direkt bei einem Crimson Forest. Hier ist aber auch ein Warp Forest. Das ist mega gut. Dann können wir hier auf jeden Fall auf Enderman gehen direkt. Überlege nur, ob ich meine Goldhose anziehen sollte. Aber die Netherite-Hose ist halt irgendwie sehr, sehr cool. Ich lasse jetzt erstmal an. Wir gehen jetzt eh in den Warp Forest. Da sind eh nicht so viele Piglins und dann haben wir auch kein Problem mit, denke ich. Ich mache mir ein Boot und dann gehen wir rauf auf die Enderman. Und ich habe einfach Netherite gefunden. Alles klar. Ich habe nicht mal eine Diaspitzhacke. Ich wollte mich eigentlich nur kurz hier hochbauen und weiter auf Enderman gehen. Aber okay. Und ich habe Netherite-Schuhe bekommen. Okay, wir sind einfach halb Netherite. Oh, ein Axolotl-Eimer. Den möchte ich haben. Der ist viel besser. Und ich habe hier sogar noch einen Lachseimer auch. Aber den Axolotl-Eimer finde ich am coolsten. Oh mein Gott, da ist eine Elytra. Ich habe sie gerade so noch gesehen, weil mein Inventar voll ist. Ich habe einfach eine Elytra. Halb Netherite mit Elytra. Wie perfekt läuft das denn hier? Ich kann halt alles bekommen und ich bekomme einfach eine Elytra und Netherite-Rüstung. Wie gut. Oh, hier ist jemand böse auf mich. Ich wollte gar nicht in mein Boot. Lass mich in Ruhe. Weg mit dir. Nice. Was ist denn hier gerade für eine Enderman-Party? Hashtag Enderman-Party in die Kommentare und dann lösen wir die Party aber mal auf, würde ich sagen. Dann haben wir aus dieser Versammlung einfach mal unglaublich viele Enderperlen mitgenommen, wollte ich gerade sagen. Und da musste ich schreien. Hier liegt einfach ein Totem. Wie OP ist das denn jetzt? Wie nice. Dafür habe ich aber keinen Stein, um mir ein neues Schwert zu machen. Das machen wir dann in der Overworld wieder, würde ich sagen. Ich überlege halt jetzt, ob wir eine Festung suchen sollen oder ob wir wirklich einfach einen Place-Spawner in der Overworld bauen sollen. Ist halt beides irgendwie cool. Aber da wir ja bisher noch gar keine Festung gesehen haben, würde ich sagen, wir holen uns die Places tatsächlich in der Overworld ran. Wir fliegen einmal hier rüber. Dann kommen jetzt hier einige Piglins auf mich zu. Lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Ich würde sagen, ich ziehe mal ganz kurz die Goldhose an. Dann gehen wir nämlich einfach mal hier vorbei.
und werden von Hoglins angegriffen. Und da unten ist das Portal. Perfekt, ich hab's gefunden. Und wir gehen einfach mal schnell raus aus dem Nether, zurück in der Overworld und es regnet einfach. Dann gehen wir erstmal zurück zu unserem ersten Dorf und bauen uns da richtig schön einen Place-Spawner auf. Das Haus hier fände ich zum Beispiel ganz schön. Wir räumen mal ein bisschen Platz frei. Dann kommt hier der Spawner hin. Und wir wollen aber keine Schweine, sondern wir wollen Blazes da drin haben. Und jetzt geht's richtig los. Und was machst du eigentlich? Wieso bist du hier gefangen? Egal, wir lassen es mal so. Das Schwein läuft draußen, der Villager ist im Zaun. Und da höre ich eine Blaze irgendwo. Ich habe eine Netherite-Axt bekommen. Die nutze ich doch direkt mal. Und eine Netherite-Chestplate. Okay, wir haben anscheinend gerade eine leichte Netherite-Phase. Die nutze ich direkt mal gut aus. Und wir haben einen Verweiltrank mit Feuerrese. Den packe ich auch mal hier hin. Dann können wir einfach mal hier aufmachen und gehen einfach mal rein. Perfekt, die erste Blaze Rod, die zweite direkt und Tür zu. Alles safe. Das Haus hat alles im Griff oder auch nicht ganz alles. Egal, die stirbt draußen. Neuer Feuerschutz. Oh, Vergiftung ist eigentlich auch eine coole Idee. Die mache ich mal so natürlich weg. Aber hier drin könnten wir mal so einen Vergiftungstrank reinwerfen. Die dürfte daran ja nicht sterben, aber dann One-Hit sein. Der Effekt ist, glaube ich, vorbei. Wir können rein. Und wir haben 7 Blaze Rods, das reicht ja eigentlich schon. Ich mach mal die Tür zu, die können hier wohnen bleiben. Du kriegst einen Kürbis, mit dem du vielleicht sogar entkommen könntest. Und dann baue ich ihn doch wieder ab, weil ich gerade einen Pick-and-Proof bekommen habe. Und das finde ich lustiger. Und dann bleibt ihr zwei für immer da drin. Dann würde ich mir eigentlich jetzt gerne noch Pfeil und Bogen trainen. Das heißt, wir suchen uns mal Keys. Und dann bräuchten wir mal 2 Flint, bitte. Der erste und der zweite. Perfekt. Wir machen uns schnell einen Bognertisch. Dann hole ich mir ein bisschen Holz. Und da ich keinen anderen Villager mehr finde, brauche ich jetzt doch deine Hilfe. Der Brute hat sich eh längst verwandelt und ist despawned. Und dann tradest du noch falsch, leider. Und jetzt tradet ja, richtig, perfekt. Und wir haben ein Eisenschwert bekommen. Ja, dann nehme ich das wieder, finde ich gut. Dann gibst du mir ein paar Emeralds, ein paar Pfeile und einen Bogen. Und dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Überlegen wir noch mehr Pfeile zu holen. Schaden kann es ja eigentlich nicht wirklich. Aber insgesamt ein Stack reicht auf jeden Fall. Perfekt. Dann machen wir 8 Enderaugen und wir schauen mal, in welche Richtung wir müssen. Da hinten geht's lang. Drop. Perfekt. Und dann geht es auf in Richtung Stronghold. Oder haben wir noch ein Dorf? Wir laufen jetzt aber einfach weiter, würde ich sagen. Ich gönne mir nur mal eben Schnelligkeit. Und weil es gerade so extrem dunkel ist, auch direkt mal Nachtsicht. Dann werfe ich mal das nächste Enderauge. Es fliegt aber immer noch genau geradeaus. Das nächste Enderauge. Es geht immer noch weiter geradeaus. Das heißt, der Stronghold ist heute richtig weit weg. Wir sind nämlich einfach schon 1500 Blöcke getravelt. Na gut, wir werden schon irgendwann ankommen. Nächstes Enderauge immer noch geradeaus. Okay. Solange es droppt, ist alles gut. Und auch sonst haben wir eigentlich mehr als genug. Nächstes Enderauge. Jetzt fliegt zurück. Okay, jetzt sind wir endlich da. Die Frage ist, wie weit ich jetzt zurücklaufen muss. Ich werfe nochmal. Okay, noch weiter. Aber hier so ein bisschen weiter rechts. Und hier geht zurück. Okay, da muss ich ja direkt hier zwischen sein. Und jetzt ist es kaputt gegangen, aber ist nicht schlimm. Wir bauen es jetzt einfach mal direkt hier runter. Okay, hier ist eine Höhle, hier ist der Stronghold. Okay, ich dachte schon, wo landen wir denn jetzt, wenn wir schon auf Deep Flight sind? Aber wir gehen rein in den Stronghold. Und eine Diamantspitzhacke. Ja, na gut, die tausche ich gerne aus. Hier haben wir noch eine Enderperle und noch ein paar Brote. Und ich habe jetzt mal Full Pride angemacht. Irgendwie war das deaktiviert, habe ich jetzt im Stronghold erst gemerkt. Ich hoffe, man konnte vorher überhaupt was richtig sehen. Hier haben wir einen Diamanten, den brauche ich eigentlich absolut nicht. Nehme ich mit. Und noch eine Enderperle. Okay, ich habe nach wie vor also immer noch mehr als genug. Oh, eine Schalker-Chest, die möchte ich haben. Dann packe ich da einfach mal alle meine Tränke rein, die ich habe, weil die brauche ich eh eigentlich wahrscheinlich alle nicht. Und ich habe auch noch einen Wolf-Spawner, was ich auch nicht brauche. Und Ocelot-Spawn-Eier. Ja, ich habe ganz schön viele Sachen mitgenommen. Und die Bücher brauche ich, glaube ich, auch nicht. Schutz 4 und Treue 3 fand ich zwar cool, aber letztendlich brauche ich die, glaube ich, einfach nicht. Genauso wie den Diamanten. Und dann passt das. Dann haben wir mal ein bisschen mehr Platz im Inventar. Hier habe ich die Lava gehört. Da ist der Portalraum. Ich habe ihn noch gesehen. Hier kommen direkt ein paar Silverfische. Ich baue aber erstmal ab. Perfekt. Und dann weg mit dir. Wir haben ein Enderauge drin. Ich mache mir also noch 4. Und dann aktivieren wir schon mal den Portalrahmen. Nice! Dann haben wir alles, was wir brauchen und sind extrem gut ausgestattet. Und dann gehen wir rein in den Endfight. Hallo, End, was geht? Ich gehe direkt mal hier rüber und rüste meinen Totem aus. Schadet ja nicht. Da ist der Enderdrache, hallo. Und dann gehen wir direkt mal auf die Endcrystals. Dann haben wir, glaube ich, alle. Und wir können eigentlich direkt in die Mitte. Bleib, wo du bist. Und er fliegt weg. Aber wir haben ihm schon mal richtig gut Schaden gemacht. Wir sind halt echt auch richtig OP unterwegs gerade. Oh, da ist noch einer. Nein, das ist natürlich nicht gut. Dann müssen wir den natürlich auch noch wegschießen. Habe ich mich wohl verzählt? Ich glaube, ich habe ihn gerade getroffen, oder? Ja, ich habe ihn getroffen. War nur zu weit weg für den Sound. Ich setze hier ein Fass hin und natürlich einen Bienenstock oben drauf. Und dann machen wir das Ganze noch ein bisschen heller. Ich habe so komische Sachen. Was soll ich denn damit? Aber nice. Wir können dann auch noch eine Kerze oben drauf setzen und die sogar dann auch anzünden. Was mache ich hier eigentlich gerade? Ich dachte, wir wären im Endfight. Ah ja, sind wir auch. Jetzt habe ich auch gerade 2 Endermen angeschaut. Sehr cool. Ich setze hier mal ein bisschen Wasser hin. Okay, das ist ein bisschen wenig Wasser. Wir setzen hier nochmal Wasser. Und dann sollt ihr mal bitte ins Boot gehen. Perfekt. Beide drin. Sehr gut, weil jetzt kommt gleich der Enderdrache und dann wird es hier ungemütlich. Axolotl, du kommst wieder mit mir. Und dann können wir die in Ruhe wegmachen. Oder halt auch nicht. Okay, ich kann jetzt nicht warten. Wir gehen in die Mitte. Rauf auf den Enderdrachen. Und er fliegt schon wieder weg. Dann machen wir den hier endlich weg. Perfekt. Ich gönne mir Nachtsicht. Oh mein Gott, wie nice sieht denn das End aus? Ich glaube, ich habe das End noch nie mit Nachtsicht gesehen. Das ist echt cool. Das gefällt mir richtig gut. Der Enderdrache kommt runter. Ich schieße mal ein bisschen auf ihn. Und wir gehen rein in die Mitte. Und rauf auf den Kopf.
Und er fliegt wieder weg, aber er haut mich schon wieder nicht weg. Sehr nett. Der Enderdrache kommt runter. Ich werfe mir hier einfach mal direkt Heilungstrank hin. Und Feuerresistenz auch okay. Und dann müsste es das gewesen sein. Wir gehen rauf auf den Kopf. Und damit ist der Enderdrache down. Nice. Und das ganze End blinkt einfach gerade wegen dem Nachtsichtseffekt, der gerade weggeht. Nice. Oh mein Gott, war das ein cooles Finale. Jetzt ist es auf einmal dunkel. Das hat natürlich nichts mit dem Enderdrachen zu tun, aber es hat gerade so gut einfach gepasst. Ich sammle mir erstmal meine Level ein. Dann trinken wir einen Trank der Schwäche. Dann hole ich mir das Drachenei mit. Meins, nice. Und dann haben wir die Elytra letztendlich kaum benutzt. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir waren richtig OP, hatten eine richtig nice Hotbar und haben so den Enderdrachen besiegt und so Minecraft durchgespielt. Nice.